Draußen ist es Kuhnacht. Bestimmt sind die Kreaturen der Finsternis jetzt an die Oberfläche geklettert. Ich muss auf der Hut sein. Da draußen wimmelt's wahrscheinlich von Banditen. Steht da nicht einer? Okay. Vielleicht kann ich ihn durch die Plane erschießen. Spannen und... Schuss! Ja. Das war's. Oh nein. Noch jemand. Hey, hey. Kumpel. Oh, runter mit der Waffe. Zurück. Schlaf gut. Gasmask. Finally, I'll be able to last longer in the dust. Okay, eine Gasmaske. Nicht schlecht. Jetzt muss ich meinen Pfeil holen. Da liegt er ja. Gut. Wo müssen wir hin? Wo ist das Hotel? Also die Straße hier runter, dann hier durch und darüber. Alles klar. Na dann, hauen wir ab. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Mit der Gasmaske verringert sich nicht unsere Ausdauer. Konservendose. Okay. Laufe ich überhaupt richtig? Ja, sieht gut aus. Die Straßen sind komischerweise frei. Haben dann diese Banditen vor Henrys Wohnung zu suchen gehabt? Ach, komisch. Sehr stimmungsvoll. Die ist leer. Was zum Teufel? Was ist denn das für ein Typ? Ein Mutant? Kommen denn jetzt auch noch Mutanten? Mann, ist das gruselig hier. Wir müssen so schnell wie möglich zum Hotel gelangen. Ich könnte natürlich auch frische Luft schnappen. Ja, die Gasmaske reicht mir noch. Laufe ich richtig? Ja. Zumindest in die richtige Richtung. Eine U-Bahn. Komme ich so wieder in die U-Bahn oder ist sie eine Sackgasse? Ah. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Erste-Hilfe-Kasten. Gut. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja. Hier ist noch eine Bushaltestelle. Aber ich glaube, die habe ich schon geplündert. Ja, schauen wir trotzdem mal nach. Nein, die ist leer. Was war denn das? Es hat sich
angehört, wie ein Gebäude zusammengestürzt wäre. Ah, okay. Da drüben ist unser Ziel, das Hotel. Ah. Die Straße ist weiter eingestürzt, habe ich so das Gefühl. Oder? War dieses Polizeiauto hier schon die ganze Zeit? Auf jeden Fall schreit die sogar mitten in der Nacht noch immer nach Hilfe. Vergiss es, ich komme ganz sicher dir nicht zur Hilfe. Okay. Ich könnte nach oben gehen. Ich könnte auch hier rüber gehen. Vielleicht finde ich ja noch was. Gehen wir nach oben, frische Luft schnappen. Gut. Geschafft. Ja, ja, halt die Klappe. Dir helfe ich ganz sicher nicht. Obwohl, ich bin jetzt eigentlich gut ausgerüstet. Ah, egal. Schwingen wir uns rüber. Verdammt. In der Dunkelheit sehe ich aber verdammt schlecht. Okay, einmal hin. Zurück. Und hin! Ah! Oh. Puh, geschafft. Gut. Ab nach unten. Ah, er zieht sich die Gasmaske automatisch wieder auf. Finde ich gut. Okay. Ja, ich bin richtig. Gut. Was haben wir denn hier? Schmerzmittel. Nicht schlecht. Skelett. Oh. Was schreiben denn die Zeitungen? Hm. Warte mal. Komme ich vielleicht von hier rein? Das ist noch nicht das Hotel, oder? Das kann in der Nähe sein. Wo ist denn das Hotel? Oh Mann. Schau an. Ein Soda-Getränk. Mitten auf dem Weg. Wenn das kein Glück ist, weiß ich auch nicht. Bin ich hier richtig? Ja, sieht gut aus. Ich komme meinem Ziel immer näher. Das Hotel denn sein? Oh. Genau hier. Hier steht zumindest Hotel. Ist wohl das Hotelschild, aber... Wie komme ich hier rein? Hier ist alles eingestürzt. Ah. Obstsalat. Komme ich von hier irgendwo rein? Nein. Okay. Dann muss ich wohl einen Weg außenrum finden. Oder ich kletter hier durch die Trümmer. Was? Front door is not gonna work. I'll try around the side. Schau an. Gut. Das Hotel. Endlich ist die Nachtwanderung vorbei. Schnell rein.
Okay. Mays Mutter in den 20.133 Zimmern suchen. Na, ganz toll. Ah, sieht aus wie ein Restaurant. Vielleicht finde ich was Essbares in der Küche. Ah. Außer zerbrochene Teller finde ich hier wohl nichts mehr. Da drüben. Die scheinen nicht feindlich zu sein, oder? Hallo? Guten Abend. It's okay. I don't think he's one of them. Doesn't look like one of the guys who grabbed us. Was für Typen? One of them broke my ankle while tying me up. We escaped and hid here, but I need to tape up my foot before I can even think about running again. Zwei Frauen in Not. Was wäre ich denn für ein Mann, wenn ich das nicht tun würde? We're lucky you came by. About the woman you're looking for? If she was brought in this morning, she's probably been welcomed already. She must be in the bedrooms on the fourth floor. Okay. Alles klar, danke. Schauen wir noch hinter den Tresen. The quicker she's out of here, the better. Oh, Rattenfleisch. Okay. Macht's gut. Ich hoffe, ihr kommt lebendig hier raus. Die Kleine hat sich den Fuß verstaucht, als sie geflüchtet ist. Wahrscheinlich ist hier eine Gruppe Banditen drinne. Ich muss auf der Hut sein. Okay. Schauen wir uns mal um. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, hier... Die Grafik gefällt mir hier viel, viel besser. Gibt viel mehr Details und... Die Wandtexturen sehen viel schöner aus. Also hier haben sich die Entwickler Mühe gegeben, nicht so wie draußen. Toilette. Toilette Mann. Toilette Frau. Gehen wir erstmal bei den Männern. Hm. Hier ist wohl niemand mehr zu seinem Geschäft gekommen, ne? Nichts. In dieser Toilette auch nichts. Wow. Hier hat sich jemand Schweres draufgesetzt, du. Marmorwaschbecken. Was für ein luxuriöses Hotel ist denn das? Schauen wir mal hier. Aber keine Spiegel. Ja. Spiegelscherben können zu Waffen ummodifiziert werden. Hm. Natürlich. Aber natürlich nicht in diesem Spiel, weil in diesem Spiel hat jeder eine Machete, ne? Naja. Gut. Im Frauenklo gibt's nichts zu ergattern. Was haben wir denn hier? Einen schönen Tisch, eine Kerze und ein Bild. Nichts Interessantes. Wo halten sich jetzt diese Typen auf? Aha. Eine Öllampe. Vielleicht sind hier irgendwo diese Typen. In der Aula. Die Decke bricht auch fast schon zusammen. Tatsächlich, da hinten sind welche. Na toll. Okay, runter. Den schnapp ich mir. Vielleicht kann ich den mir so schnappen. Komm, 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 komm. Komm her! Schnauze! Gut. Der ist erledigt. Vielleicht komme ich noch an den Dicken ran. Na los, her! Schluss mit lustig! Okay, Freunde. Waffen runter. Ansonsten brutzelst du, mein Freund. Los, zurück mit dir. Okay, du willst dich nicht ergeben? Dann brenne! Junge, Junge. Das war ja echt knapp gerade. Wow, wie stuffig ich die alle ausgeschalten hab. Das waren wohl ihr, Jungs, hä? Wo dem Mädchen Angst gemacht habt. Ihr macht niemand mehr Angst.
zwei die Kehle durchgeschnitten und den anderen eingeäschert. Gut. Gibt's hier sonst noch was? Aus der Hilfekasten? Wie gut, dass ich wieder einen habe. Nein. Okay. Ich habe da drüben gar nicht geschaut. Hier noch was? Sessel, Sofa? Nein. Ah, man konnte sich tatsächlich hier rumschleichen. Na gut, ich muss auf der Hut sein. Da sind bestimmt noch mehr. Das waren nicht alle. Ah, ich wusste, hier hinten versteckt sich noch was. Schmerzmittel. Danke. Gut. Dann auf in den zweiten Stock. Komm. Komm. Na los. Ein bisschen leise. Ja, bitte. Das hat jeder gehört. Auf dem Boden liegen Spielkarten. Moment. Ich sehe einen Schatten. Zu wem gehört der Schatten? Da tanzt jemand. Okay, zwei Typen amüsieren sich über eine Tussi. Ich weiß nicht, ob die gezwungen werden oder nicht. Die Frauen würden mich aber entdecken, wenn ich an die Rand schleiche. Es sind zwei Frauen sogar. Okay. Oh, da steht auch einer. Mit einer Knarre. Okay, mein Bogen. Nein, nicht den. Nein. Und zwar in den Kopf. Der sieht gut gepanzert aus. Okay. Jetzt ziele ich direkt auf seinen Schädel. Durchziehen und... Schuss! Hey, 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 hey! Waffe runter! Oh, fuck! Oh, fuck! Der hat gar keine Waffe! Hey, 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 Kumpel! Scheiße, scheiße! Fuck! Ach, Mann! Ich muss auf den Kopf zielen! Auf den Kopf! Hau ab! Mach, dass du Land gewinnst! Scheiße! Oh, Mann! Da kommt der Nächste! Opa! Du hättest lieber deine Machete lassen sollen! Mist! Ich hab keinen Schuss mehr. Nichts. Der Typ könnte mir echt gefährlich werden mit seiner Knarre. Jetzt wird's schwierig. Wo ist der Typ? Oh Mann. Oh Mann. Da ist er. Schieß doch! Komm her! Ah! Fuck! Ja! Der gibt mir einen Headshot und ich bin tot, oder was? Boah, wie schwer!